Vorsicht vor Radfahrern. Am Postplatz und der Plauener Bahnhofstraße kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen zwischen Radfahrern und Fußgängern, die mitunter im Krankenhaus endeten. Der Plauener SPD-Stadtrat Bernd Stubenrauch brachte diese Problemstellen im Stadtbau- und Umweltausschuss ein. Ob aufgrund des Unfallschwerpunktes Bahnhofstraße, Radfahrer, der Radfahrverkehr gesperrt werden kann. Mir ging es in erster Linie um die Unfälle bei jungen Menschen, die hier wirklich ziemlich schwere Unfälle verursacht haben und mit großen Verletzungen dann auch behandelt werden mussten. Das war meine Anfrage, aber die Stadtverwaltung hat das prüfen lassen. Man kann nicht in einer Strecke nach unten, also bei 12% Gefälle fahren und nach oben nicht fahren und nach oben dann das Fahrradfahren schieben, das funktioniert nicht. Bürgermeisterin Kerstin Wolf teilt dazu mit. Dem Grunde nach sollte jedoch das Radfahren per Zusatzzeichen Radfahrer frei weiterhin in der Fußgängerzone erlaubt bleiben. Das ist wichtig für die Erreichbarkeit der Innenstadt und der Behörden und Geschäfte in der Fußgängerzone per Rad. Bei Verbot des Radfahrens müsste das Rad durch die Fußgängerzone geschoben werden in alle Richtungen und in der gesamten Fußgängerzone. Ein Verbot von Radfahrern in nur eine Richtung ist nicht möglich und auch schwer zu kontrollieren. Stadtrat Bernd Stubenrauch bringt die Bahnhofstraße immer wieder ins Gespräch. Im Jahre 2019 habe ich bereits im Stadtrat eine Anfrage gestellt, die Bahnhofstraße stadteinwärts für beruhigten Fahrverkehr freizugeben. Wir haben sehr viele Einzelhändler auf der Bahnhofstraße, die klagen, insbesondere Umsatz, zu wenig Leute. Und ich hatte mir vorgestellt, dass bei zunehmender Mobilität, auch bei älteren Menschen, Plauen wird immer älter, die Bahnhofstraße befahrbar gemacht werden kann, Parkplätze angelegt werden können, Kurzzeitparkplätze mit Elektroladesäulen, um damit den Händlern die Chance zu geben, mehr Kunden zu bekommen. Das wird zurzeit geprüft. Es wird auch geprüft, in der Nähe der Bahnhofstraße mehr Parkplätze zu schaffen. Aber ich bleibe trotzdem an dem Thema dran, denn die gesamten Fachhändler auf der Bahnhofstraße unterstützen meine Idee, denn es geht um Umsatz, es geht um Existenzen und ich glaube, hier sollte die Stadtverwaltung das nicht gänzlich vom Tisch nehmen. Hier sollte man trotzdem versuchen, Lösungen zu finden, um unseren Einzelhändlern der Stadt Plauen zu helfen.